Schwerstarbeit hatten Bürgermeister Arne Schuld und Vizestadtpräsident Philipp da Cunha bei der diesjährigen Sportlerehrung zu leisten. Der Reigen der Ausgezeichneten begann mit Lisa Marie Matler, die schon reiten konnte, bevor sie das Laufen erlernte. Beim Westernreiten feierte sie bereits große Erfolge. Ebenfalls lange erfolgreich ist Annalena Bomgarten. Sie ist Mitglied der Abteilung Kegeln des SV Einheit Güstrow und gehört seit 2015 zur deutschen Nationalmannschaft. Auch bei deutschen Meisterschaften errang sie bereits einen Titel. Wie Nils Schmiedeberg vom Trifan Güstrow. Er war 2018 unter anderem Sieger im Laufcup MV, Landesmeister im Laufen über 10.000 Meter, deutscher Meister im Sprint auf der Mitteldistanz und Bronzemedaillengewinner bei den Weltmeisterschaften im Orientierungslaufen. Besonders stark war der Beifall, als die sportlichen Erfolge von Ben Ernst verlesen wurden. Ich bin 15 Jahre alt, komme aus Zarndorf. Ich besuche zurzeit die 9. Klasse in Franzburg. Ich fahre Speedway, seit ich 6 bin, habe ich mein erstes Rennen beim MC Güstrow gefahren und ja, so nahm das dann alles seinen Lauf und in 2018 konnte ich Weltmeister werden, Deutscher Meister sowie diverse andere Platzierungen. Ein besonderes Highlight erlebte Ben in Andorra, als er zur FIM-Ehrung eingeladen war und dort auf alle Größen im Motorradsport traf. In der Kategorie Mannschaft rief Bürgermeister Arne Schuld Anja und Christian Platz auf. Die beiden nahmen erfolgreich bei Landes- und deutschen Meisterschaften bei den Standard- und Lateintänzen teil. Leider waren sie zur Sportlehrung verhindert. In der Kategorie Trainer wurde Gunnar Hirte ausgezeichnet. Er ist Jugendwart beim Segelverein Güstrow und schwärmt für seinen Sport. Segeln ist ja eine sehr komplexe Sportart, wo ganz viel verlangt wird. Und ich denke, das ist eine wunderbare Sportart, um Menschen heranzubilden, die auch wert für eine Gesellschaft sind, die ganz viele Fähigkeiten dabei entwickeln, von der Teamfähigkeit, also dem Zusammenarbeiten und Zusammenhalt, der da ist, bis ja, zu besonderen ja, Fähigkeiten bezüglich von Konzentration, strategischen Überlegungen, alles, was zum Segeln dazugehört. Also da sind so viele Dinge, die man da lernt fürs Leben, Disziplin, mit Widrigkeiten klarzukommen und sich zu überwinden, auch mal bei schlechten Bedingungen, also auch in schlechten Phasen sich durchzukämpfen. Unter starkem Beifall stellten sich die Ausgezeichneten den Fotografen. Auch das Jahr 2019 dürfte für Sportler aus der Barlachstadt erfolgreich verlaufen.